Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Ja, wie ihr seht, bin ich heute mal mobil und ich fahre ein Stück Straße und dann geht's noch mal Richtung Feldmarkt. Ich habe gerade das Teil für den Aprilia D-Tech abgeholt und zwar die Zündspule. Die ist jetzt da, die habe ich gerade bei mir und ich fahre jetzt Richtung nach Hause und habe aber auch festgestellt, mit meinem Roller stimmt gerade was nicht. Ich denke mal, das liegt mit der Zündzufuhr zusammen. Auf jeden Fall, er läuft etwas langsamer. Das heißt, er ist langsamer geworden. Ich denke mal, wie gesagt, das ist der Vergaser und deshalb muss ich zu Hause jetzt auch mal an diesen Roller. Aber er leistet gute Dienste und das hat er auch verdient. Dann mal eine schöne Reinigung, also dass der Vergaser mal wieder richtig schön glänzt und sauber ist. Und so kann ich dann auch wieder ganz normal fahren. Ich würde sagen, wir fahren mal los, wie gesagt, Richtung Heimat. Und dann kann ich euch ja noch das eine oder andere erzählen. Eventuell halte ich noch mal an auf eine kurze Pause, sage ich mal. Und dann schauen wir mal. Ich würde sagen, anschmeißen und los geht's. Also anspringen tut er auch ganz normal, ohne Probleme. So, wir fahren einmal hier vor, gucken erstmal, ob hier kein Verkehr ist, aber doch, Verkehr ist da und jetzt. Also eben ist mir auf jeden Fall aufgefallen, ich mache mal das Visier runter, eben ist mir eben aufgefallen, dass der Roller zwar zieht, aber nicht den vollen Durchzug bringt. Das muss man jetzt mal sehen. Ich muss auch mal die Zündkerze wieder nachgucken. Wie gesagt, den Vergaser vielleicht etwas reinigen. Und dann schauen wir einfach mal, was da so sein sollte. Obwohl, jetzt fährt er wieder ganz normal. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ärgert er sich ja auch ein bisschen. Wie gesagt, wenn es hier gleich ein bisschen ruhiger wird, dann möchte ich auch noch mal was anschneiden. Also was heißt anschneiden? Ein bisschen erzählen, jetzt aber hauptsächlich über Roller natürlich. Weil das ja auch mal ganz schön, wenn man auch einfach mal in der Fahrt wieder erzählen kann. Ja, außerdem war ich eben noch bei ATU. Bei ATU habe ich zwei Autobirnen gekauft, weil bei uns am Auto ist eine Birne durchgebrannt und die musste ersetzt werden und somit habe ich, oder muss ersetzt werden, sagen wir mal so. Und das heißt jetzt natürlich, ich habe zwei gleiche, identische Glühbirnen gekauft und die setze ich dann, ich denke mal morgen gleich ein, dass das Auto auch wieder richtig erkannt werden kann, weil wir fahren tagsüber auch mit komplettem Licht, also ist nicht so, es ist ja, soll ja nach der neuen Regel so sein, dass man mit dem Auto immer mit Licht fährt. Ist auch richtig so. Roller müssen mit Licht fahren, Fahrräder müssen normalerweise mit Licht fahren. Warum nicht auch die Autos? Man wird selbst auch besser wahrgenommen. So, einmal hier waren wir noch nie. Das hier ist da vorne, das ist ein schöner Teich. Wir sind jetzt gerade hier in Salda. An einem Museum sind wir dran vorbeigefahren sozusagen oder zumindest kurz davor gewesen. Das würde jetzt heißen,
Wir fahren Richtung Feldmarkt. Kann natürlich auch davon kommen, dass der Roller vielleicht ja ein bisschen Staub gezogen hat durch das Aufwühlen, wenn man Feldmarkt fährt. Aber jetzt tut er sich gerade wieder ganz normal. Schon lustig manchmal. Ja, dann wurde ich heute angeschrieben, und zwar, weil ich ja letztens auch China-Roller gesagt hatte, und sicher, ja, die Dinger kommen nun mal aus China, klar, aber sie haben ja auch wirklich einen richtigen Namen. Und zur Not könnte man eigentlich auch mal googeln und auch so einen schweren Namen vielleicht mal auf Deutsch übersetzen. Man müsste es mal ausprobieren. Ich habe es bis jetzt noch nie gemacht. Aber das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit. Und dass man nicht eben immer China-Roller sagt, es ist genauso ein Roller wie hier, der Explorer Spin. Ne? Und wie gesagt, da wurde ich eben mal drauf angeschrieben, ne, dass das so ein bisschen abwertend klingt. Stimmt schon, es ist auch richtig so. Warum denn nicht? Ne? Dazu sind die Kommentare da, um das einfach mal anzusprechen. Wo ich mir dann vielleicht auch mal Kopf mache und sage, ja, eigentlich hat er doch recht, Mensch, ne? Weil laufen tun diese Dinger ja auch richtig top, ne? Also ich mit den letzten China-Roller bin ich sehr zufrieden. Ich halte hier mal ein bisschen den Kopf zur Seite, dass man die Kinder hier nicht so groß aufnimmt. Naja, auf jeden Fall, vielleicht sollte man, wie gesagt, mal googeln und gucken, ob man diese Namen auch in Deutschen rauskriegt. Ich gebe hier mal ein bisschen Gas, dann überhole ich hier nämlich mal ganz kurz ein bisschen. So, jetzt kann ich wieder langsamer werden. Und fahre mal langsam weiter. Verkehr hier, mein lieber Mann, hallo, das ist der Feldmarkt. Ich meine, gut, das ist ein Zwischenweg, so von Seiler nach Härte geht das darüber. Und aber den Weg seid ihr auch schon mit mir gefahren. Jetzt fahren wir aber heute einen anderen Weg nochmal. Wer kennt sie nicht? Die Brücke. So, jetzt halte ich mal kurz an und würde mal gern eine, ne? Deshalb würde ich sagen, wir unterhalten uns jetzt natürlich weiter und ich stelle meinen Helm mal ein bisschen so hin, dass man mich auch sehen kann. Ja, wie immer ist es natürlich mal wieder windig. Also ich weiß auch nicht, ich habe immer den Wind. Ja, keine Ahnung warum, aber es ist so. Ich hoffe, vom Mikrofon hört man das ganz gut. Ich rede hier recht laut. Und dass die Aufnahme ja auch gelingt. Naja, auf jeden Fall, heute weiß ich nicht, ob ich es schaffe, aber ich werde mal zusehen, dass ich den Aprilia D-Tech vielleicht auf die Bühne bekomme und ich schon mal anfangen kann. Ich muss mal sehen, wie ich das heute schaffe. Es gibt ja auch noch andere Sachen, die ich zu tun habe. Und eins nach den anderen geht nur. Naja, auf jeden Fall schauen wir das oder dann mal, was da so passiert. Dann geht es ja noch mal um den den Peugeot Roller von gestern, die gelbe Biene, also die Sonne. Der Roller ist jetzt eingestellt geworden, also ich habe ihn gestern eingestellt und der Roller läuft prima. Auf jeden Fall, da ist alles in Ordnung. Dann wurde ich ja auch nochmal angeschrieben, wäre es schön gewesen, wenn du nochmal preisgibst, was war da für eine Düse drin. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber ich habe gesagt, bei den nächsten Videos denke ich dran und dann sage ich auch immer die Größen von den Hauptdüsen eben an. Was ich noch sagen muss ist, ich bin echt stolz drauf. Ich habe jetzt über 300 Abonnenten und es kommen immer der ein oder andere noch dazu. Also ganz ehrlich, auch Daumen hoch für euch, weil das finde ich echt klasse. Ich freue mich so von Herzen, dass das etwas
mehr Anklang findet. Schön. Aber wo ich mich richtig drauf freue, ist schon mal, dass ich den Ditech weiterkriege. Also, dass wir dann gucken können, zündet er und springt er vielleicht sogar an. Das wäre natürlich optimal, weil dann könnte ich diesen Roller auch zusammenbauen und wieder zurückgeben. Und mein Kumpel kann, hoffe ich, lange Meter fahren, ohne dass da was dran passiert. Vor allem, was mir aufgefallen ist, ich werde immer mehr wahrgenommen, auch von außerhalb. Also teilweise erkennen mich schon die Leute, dass ich der Scooterschrauber bin. Das ist ja wohl die Krönung. Also eben hatte ich mit zwei Herren gesprochen, sage ich mal, einen jüngeren, einen älteren, und die haben mich wohl auch schon mal gesehen und sind auf mich zugekommen. Da würde ich doch sagen, das ist mal wirklich ein Daumen hoch. Da freut sich natürlich das Gemüt. Ja, Helm wieder aufgesetzt. Oh, ich glaube, das war jetzt zu laut, weil eben habe ich ein bisschen lauter gesprochen. Helm wieder aufgesetzt, jetzt heißt es Roller wieder an. Komischerweise läuft er jetzt wieder normal. Also schon echt lustig. Aber wie gesagt, ich setze mich trotzdem mal dran und guck danach, weil das soll ja schon... Ist ja jetzt auch erstmal gerade mein Lieblingsroller, sage ich mal, mit geworden. Obwohl ich früher gar nicht so gern mit denen gefahren war, muss ich sagen, der hält sich echt tapfer. Ich mach das Visier mal runter. Ja, auf jeden Fall, das freut mich echt. Also ich finde wirklich immer mehr Anklang. Und der ein oder andere Abonnent kommt auch noch dazu. Und da möchte ich echt sagen, herzlichen Dank, dass ihr bei mir seid. Und ja, ich hoffe auch mit mir auskommt. Habe ich ja schon öfter gesagt. Aber es ist ja auch so. Man muss dann wirklich auch miteinander auskommen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das gestern angekommen ist in dem Video mit den Peugeot-Roller. Was ich da von mir gelassen habe, das ging ja, ne, um Likes und Kommentare und vielleicht auch mal ein bisschen was stiften. Da weiß ich natürlich nicht, weil das kann man jetzt schwer auseinanderhalten, weil es ging ja um Roller und diese eine Sache. Wäre schön, wenn ihr da mal einfach einen Kommentar reinschmeißen könntet und sagen würdet, was ihr davon auch haltet. Weil ich finde das so ein bisschen teilweise, ja, ungerecht, sage ich mal. Weil es kostet einen ja nichts. Und das ist das eben, wo ich sagen würde, Mensch, ne? Weil ich like auch und ich abonniere auch. Sicher, bei mir dauert das immer ein Weilchen, aber irgendwann dann ist es so, was mir gefällt, denjenigen abonniere ich auch. Und das ist ja heutzutage noch leicht gemacht. Ne? Wie gesagt, es gibt auch Leute, die eben ja im wahrsten Sinne darauf angewiesen sind, und denen gönne ich das auch den älteren Leuten, die hauptsächlich, das wollte ich eigentlich noch mal vorbringen, die hauptsächlich auch schrauben, also ich meinte das so ein bisschen mehr auf die Schrauber mit bezogen, die sich so viel Mühe geben und ihre, ja, Kreuzschmerzen oder Beinschmerzen alles damit reintun, um für euch ein Video zu machen. Ich wüsste jetzt das nicht anders zu schildern gerade. Wie ihr seht, ich fahre auch total entspannt, also ich möchte da heute mal ein bisschen relax sein mit. Und dann quasseln bin ich ja so oder so immer. Jetzt mal 2 Minuten Ruhe genießen und einfach mal gucken. Oh, du musst losfliegen. Jawohl. Wollen wir mal schauen? Ja. Der Roller macht keine Anstalten mehr. Ist ja urig. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, jetzt habe ich den Namen nicht mehr parat.
aus Kassel erwartet mich ja auch noch jemand. Zumindest, ja, ich soll mich melden, wenn ich denn dann Zeit habe. Das ist schön, dass das teilweise schon so weitläufig ist, dass man da sagen kann, ich möchte meinen Roller zu dir bringen. Und das ist doch auch schon mal eine Ansage. Habe ich gestern allerdings auch nicht mehr geantwortet. Das muss ich natürlich auch nochmal machen. Zurückgeantwortet, weil er möchte seinen Roller auch schnellstmöglich ja, zu mir bringen. Ich gucke nochmal ein bisschen seitlich, dass nicht jeder mit auf die Aufnahme so kommt. Da brauche ich nicht immer ausmachen. Was war denn noch? Oh, da hinten fährt ein Trecker. Ich hoffe, ich habe da kein Problem mit. Ja, auf jeden Fall ist es ja so, dass ich aus Salzgitterbad war auch noch jemand, der angefragt hatte. Der hat auch einen Roller, der hat auch ein Problem, der hat erst 600 Kilometer runter und der Roller steht, ich glaube, weiß jetzt gar nicht, schon ein paar Jahre, weil er keinen gefunden hat, der ihn vielleicht einen Roller machen könnte. Und ja, das ist eben das, was schade ist. Oh, der lässt mich hier durch, das ist nett. Und naja, auf jeden Fall, da muss ich auch noch eine Antwort zurückgeben, weil es ist ja so, tja, jeder möchte jetzt auf einmal seinen Roller repariert haben, was mich natürlich sehr freut, wo ich wirklich sagen muss, das macht gerade richtig Spaß. Ja, also wie ich schon sagte, wenn das weiter so geht, dass das alles so Anklang findet, dann muss eine Erweiterung stattfinden. Dann geht das einfach nicht mehr so. Dann muss auch bei mir irgendwas passieren. Aber ich muss erstmal ja, mich sozusagen aufbauen. Ich muss auch wissen, dass alles stabil dann ist. So kann ich dann natürlich auch schalten und walten. Ja, und dann, das muss natürlich richtig fest sein und passen. Hunde unterwegs. Und dann kann ich eben auch sehen, was mache ich. Ne? Also ich möchte ja auch in Richtung vielleicht dann später Kleingewerbe. Aber wie gesagt, man muss es erstmal abwarten, was überhaupt noch so passiert. Weil ich bin nicht der Typ für Risiko. Und naja, so, jetzt sind wir aber schon fast angekommen. Heute mal ein ganz komisches Ende irgendwie. Aber wir sehen uns natürlich schnellstmöglich wieder. Und ich hoffe, dass euch das Video soweit gefallen hat. Diesmal konnte ich das auch genießen, weil ich auch mal einfach fahren konnte wieder, weil ich bin schon echt lange, lange nicht mehr gefahren und schon gar nicht ein paar Kilometer hintereinander. So, dann soll es das für jetzt gewesen sein und wir sehen uns natürlich schnellstmöglich wieder. Macht's gut, tschüss, euer Scooterschrauber.